Hallo ihr Lieben, jetzt geht es um das Thema Hybrid- und Fairway-Holz. Wir haben ab und zu schon mal dieses Thema so ein bisschen gehabt, aber letztendlich kommen immer wieder neue Ideen auf, was man da vielleicht noch mal mehr beachten soll, beziehungsweise was der Unterschied tatsächlich dann ist, wenn es dann zum Driver geht, beziehungsweise ist es ja genauso ein Zwischenteil zwischen Eisen und Driver. Und viele sind sich da nicht so ganz im Klaren, was jetzt anders gemacht werden soll. Also sprich, ist es jetzt mehr der Schlag vom Eisen, also sprich von oben nach unten zur Kompression Ballboden, oder ist es schon mehr Driver in der Aufwärtsbewegung und den Ball also schon im nach oben kommen treffen? Wenn man sich das jetzt mal überlegt, also wir nehmen jetzt mal an, der Ball liegt jetzt am Boden. Ich habe jetzt kein Tee. Das ist immer ein Unterschied, auch wenn man jetzt zum Beispiel zum Tee geht, wie hoch man auftieht. Ich sehe ganz oft, dass jemand mit dem Dreierholz schon extrem hoch auftieht. Das ist in der Regel nicht unbedingt richtig, aber letztendlich, wenn man das so möchte, dann muss man definitiv mehr das Bild des Drivers verfolgen, also sprich den Ball in der Aufwärtsbewegung treffen. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um das Thema Hybrid und Fairway-Holz. Ich habe euch jetzt hier mal das 25 Grad Hybrid, das ist mein 5er Hybrid, und mein 5er Holz mitgebracht. Letztendlich haben wir ja einen Fakt, und zwar der Ball liegt am Boden. Das heißt, dass der Versuch, unter den Ball zu kommen, beziehungsweise dass der Schläger wie an einer Schiene an den Ball hinfällt, der Gedanke, der fällt aus. Also der kann nicht funktionieren, und von dem muss man sich letztendlich wirklich trennen. Also um es nochmal auf den Punkt zu bekommen, der Schläger trifft immer noch den Ball in der Bergabbewegung. Jetzt ist es natürlich eine ganz andere Nummer. Ich nehme euch nur mal kurz im Vergleich ein Pitching Wedge, ja, was natürlich auch von der Länge ein Unterschied ist. Ein Pitching Wedge ist viel kürzer, mein Oberkörper ist um einiges mehr gebeugt, was dazu wirklich führt, dass der Schläger in einem steileren bzw. einen höheren vertikalen Eintreffwinkel zum Ball kommt. Also sprich, das Divot wird größer, es ist mehr Peng von oben, aber allein schon die Ansprechposition, die steuert es bzw. verlangt das. Ja? So, jetzt gehen wir mal vom Wedge weg. Jetzt nehmen wir mal das Hybrid zuerst. Also, was haben wir jetzt mit dem Hybrid? Wir haben hier einen Schläger, der eigentlich dazu gebaut ist, ein bisschen mehr Gewicht unten zu haben, auch bei schlechten Lagen bzw. nicht zu guten Lagen im Semiraff hergenommen zu werden. Wenn jetzt zum Beispiel der Ball zu schlecht liegt für ein Holz, ist das Hybrid die richtige Wahl. So, der Schläger stellt sich hin, und auch hier, wir haben hier ein Bett, ein Schlägerbett. Der Schläger liegt in seinem Bett. Also ihr dürft euren Schläger immer ins Bett bringen. Und im Vergleich zu den Eisen ist ja hier unten bei dem Eisen das Leading Edge hier unten, woran man sich ausrichtet. Da komme ich aber auch nochmal drauf zurück. Und bei einem Hybrid und bei einem Fairway-Holz und auch beim Driver ist das Leading Edge eigentlich diese Kante hier oben. Ja? Also hier oben, das zeigt mir meine Ausrichtung. Weil ich immer wieder sehe, dass der Schläger zugedreht wird. Ja, also hier tatsächlich ins Bett legen. So, was verändert sich noch? Natürlich, der Schaft ist länger, das heißt, die Ballposition muss deutlich mehr nach links als mit einem kurzen Eisen. So von der Ballposition, man kann es ja nicht genau auf Millimeter sagen, wo der Ball liegen muss. Das ist ein Gefühl, und das muss man auch tatsächlich ausprobieren. Für mich ist es tatsächlich kurz bevor die Fairway-Hölzer kommen, also noch ein bisschen, ungefähr eine Ballbreite innerhalb vom linken Fuß. So, also Schläger liegt, Ballposition ist gewählt. Der Schaft verlangt von mir eine aufrechtere Ansprechposition. Ganz einfach, weil der Schaft länger ist. So, ich stelle mich ein bisschen aufrechter hin. Was passiert, wenn der Oberkörper aufrechter ist? Ganz einfach, die Schwungbahn wird automatisch flacher. Je mehr ich mich beuge oder beugen muss und der Schläger kürzer, desto steiler wird es. Ich richte mich auf, umso flacher und runder wird der Schwung. Okay? So, gut, ich passe mich an. So, wie ihr das vielleicht von meinen anderen Videos auch kennt, solange der Ball am Boden ist, möchte ich das Ziel verfolgen, dass der linke Arm bzw. der vordere Arm eine Verlängerung mit dem Schläger hat, weil ich ja immer noch das Ziel verfolge, die Hände leicht vorm Ball im Treffmoment zu haben. Also es wäre jetzt falsch, die Hände wie schon beim Driver Mitte Körper zu haben, weil dann komme ich immer wieder in die Versuchung zu löffeln. Das möchte ich nicht, weil wenn ich löffel, treffe ich entweder den Ball dünn oder also mit den unteren Rillen
oder ich hau vorher in den Boden und hau ihn fett. Also, deswegen lehne ich schon die, ich stelle den Schläger gleich schon so hin, wie ich ihn haben möchte. Griff ist ungefähr noch auf Ballhöhe. Jetzt greife ich. So, gut. Und was passiert jetzt? Jetzt versuche ich die Drehung bzw. den Schwung mehr meiner Körperhaltung anzupassen, habe aber immer noch das Bild, den Ball von oben nach unten zu treffen. Also sprich, das Low Finish nach unten schlagen, wirklich schlagen. Das ist ein Golfschlag, das ist nicht nur ein Golfschwung, sondern tatsächlich ein Schlag nach unten. Also, ich zeige euch das jetzt mal. So, Schläger steht schräg, gegriffen. Gut. So. Gewicht ist immer noch Mitte Fuß, es geht nicht nach hinten. Es ist definitiv ein bisschen weiter hinten im Fuß als mit einem Wedge, weil ich mich ja nicht so beugen muss. So leicht in den Knien, Oberkörper ist aufrechter. So, die Absicht, den Ball noch im nach unten kommen zu treffen, ist essentiell und es ist ein Bild. Unsere Bewegungen werden mit unserem Vorstellungsvermögen gelenkt. Jetzt habt ihr aber auch gesehen, jetzt habe ich eigentlich überhaupt kein Divot mehr gehabt. Mit einem Hybrid hat man eigentlich auch nicht mehr wirklich so ein richtiges Divot. Man sollte zwar schon spüren, dass man danach länger unten am Boden entlang schwingt, beziehungsweise dieses Finish Low, aber es ist definitiv kein Schnitzeldivot mehr. So, machen wir mal das Holz nochmal im Schnelldurchlauf dazu. Letztendlich ist es kein großer anderer Schritt als mit einem Hybrid. Der Schläger steht in seinem Bett. Ja, hier oben ist quasi das Leading Edge gerade, aber der Schläger steht hinten auf. Nicht natürlich ganz hinten, dass die Hacke nach oben kommt, aber es steht so, wie es eigentlich gebaut ist. Wenn der Schläger euch nicht passt, wenn der quasi auf der Hacke steht, wenn der jetzt auf der Hacke steht, wenn der auf der Spitze steht, dann solltet ihr euch ernsthaft Gedanken machen, entweder ist eure Ansprechposition nicht korrekt, beziehungsweise passt der Schläger euch einfach nicht. So, was ich vielleicht auch noch dazu sagen sollte, weil ich immer wieder sage, im Ansprechen sind die Hände unter den Schultern gedrückt nach unten. Das fällt jetzt natürlich auch aus. Wenn ich jetzt einen längeren Schläger habe und mich aufrichte, dann können die Hände natürlich nicht mehr unter den Schultern sein. Ganz klar, das macht keinen Sinn. Also die Hände sind jetzt schon so ein bisschen mehr Richtung Driver unterwegs. Sie sind jetzt nicht mehr, noch nicht ganz weggestreckt, aber sie sind definitiv weiter vorne als die Schultern. Ballposition ist jetzt eine Position kurz vorm Driver, noch innerhalb vom Fuß, aber nicht auf Driverposition. Also so eine halbe Ballumdrehung würde ich jetzt mal sagen, innerhalb vom Stand. So, und jetzt ganz wichtig, auch bei einem Fairway-Holz, lasst euch nicht verführen, dass ihr quasi auf dem Ball rüber geht. Weil ihr könnt schon sehen, auf einmal stehe ich auf dem linken Fuß, meine Schultern sind offen. Das ist ja das Grundproblem eigentlich vom Driver, weil der Ball da so extrem links ist. Aber mit dem Fairway-Holz muss man da eben auch nochmal drauf Acht geben, dass man trotzdem auf beiden Füßen steht und nicht auf links und dass die Schultern durch die Ballposition eben auf links bzw. offen stehen. Ja, also das ist mal eine Konzentration, die ihr auch nochmal an den Tag legen könntet. So, ansonsten bleibt alles gleich. Ich passe mich den Schläger an. Ihr seht, die Hände sind ein bisschen weiter vorne. Ballposition, ich stehe gerade, Schultern sind parallel. Und sonst versuche ich jetzt einfach der Beugeposition entsprechend zu schwingen. Und vielleicht habt ihr es jetzt gesehen, so ein ganz kleines Divot ist noch mitgekommen. Also sprich, ich habe alles richtig gemacht. Der Schläger kommt immer noch von oben nach unten. Bitte versteht das nicht falsch und denkt, das ist ein Hack von oben nach unten. Das ist das Gefühl mehr mit einem Wedge, wenn wirklich der Schläger von oben nach unten kommt. Mit einem Fairway-Holz, das ist wirklich Königsklasse. Das hat schon einen Touch vom Driver, hat aber immer noch den Gedanken, den Ball in der Bergab bzw. eben nach unten kommen zu treffen und dieses Low Finish zu verfolgen. So, das waren jetzt ein paar Minuten. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen damit helfen. Wenn ihr zu viel Divot mit einem Fairway-Holz oder mit einem Hybrid nach dem Ball produziert, dann seid ihr definitiv zu steil und zu vertikal von oben nach unten unterwegs. Da müsst ihr gucken, dass das Ganze ein bisschen runder wird, gebt der Drehung ein bisschen mehr Wichtigkeit und ihr werdet sehen, das wird dann auf jeden Fall besser. Die ersten Schläge werden dann wahrscheinlich ein bisschen dünn werden, aber probiert es einfach mal aus. Also, falls ihr noch Fragen habt, gerne
auf YouTube und auf Instagram gerne fragen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg damit. Bis dahin, ciao!